die Wippe halt. Die geht richtig brutal auf die Waden. Du hast die Gläser draußen stehen lassen, oder? Ja, Mann, da leckt mir. Kannst du doch nicht Fenster greifen? Nee. Bin ich Yoda? Mann, nee. So, herzlich willkommen zu den Testoleros. Wir testen jetzt immer noch die Boxyland Box. Boxyland Box, ja, die Überraschungsbox von Boxyland. Und sind jetzt endlich beim sechsten Bier angekommen. Rico hat jetzt gerade die Gläser wieder ausgewaschen. Naja, er ist stets bemüht, wie man sieht. Überraschung, Surprise, Surprise. Weiter Surprise fast. Das ist die Box. Und jetzt schauen wir mal rein. In welchem Land wir diesmal landen. Ja, also wir haben extra die ausländische Box genommen und nicht die deutsche. Die 6er, es gibt auch die größere, es gibt auch die 12er. Ja, ja, geizig wie ich bin, da ich bloß die 6er genommen. Bereue ich jetzt auch schon, aber gut. Wir schauen mal. Tsingtao. Gesundheit. Oh, das ist ein Chunk-Bier. Okay. 4,7%, 0,33er Bier. Wasser, Gersten, Malz, Reis und Hopfen. Wo kommst du denn her? Ah, China. Also aus Erfahrung, also wenn ich mal chinesisch essen war, habe ich auch immer ein Bier getrunken. Nein, nicht immer, bei der Arbeit halt nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Bier, das war immer so, naja. Ja, es war mild, konnte man trinken, aber es ist jetzt nicht so, dass man das immer muss. Dankeschön. Tsingtao, China, Alkoholgehalt 5%, ne, 4,7 steht da, hier steht 5, das hatten wir jetzt nicht für das erste Mal, dass das nicht stimmt, weiß ich nicht. Vielleicht ist das Inland Bier, was anderes, wie was bei uns ankommt, keine Ahnung. Mag sein. Das ist ein Pilz, Light und ideal dazu ist Fisch, würziger Käse und Braten. Guck dir mal den Schaum an. Rico kippt doch ein wie so ein Bauer. Entschuldigung, nichts gegen die Bauern. Ja, ich bin, naja. So. Bin ungeschickter wie ein Bauer. Ja. Was ist mit deinem Schaum? Ich hab's nochmal eingegossen, wie jeder Gastronom. Also, bin ich natürlich nicht, aber ich hab's mal versucht. Na, man weiß noch nicht, wo das hinkommt. Du kannst, also ich kann sagen, mehr leicht als hart, der Schaum. Ich sehe auch schon, das wird sich relativ schnell wieder untertendiert. Wird aber auch nicht sagen, zu leicht. Ja, ne, man nimmt das ja auch nicht leicht. Ich würde eher sagen, dass es in der Mitte ist, also in der unteren Mitte. Der ist weg bei mir jetzt schon. Klarheit, das ist wirklich... Na ja, super klar. Ja, klar, geht ja nicht. Ist klar. Super klar. Ja. Farbe, ey, recht hell. Wirklich super hell. Ja. Der Geruch. Ja, ich finde, die Chinesenbiere, die sind halt so leicht, so fischbillig. Also vom Geruch her. Also schwach. Wirklich schwach. Ja. Der Antrunk. Leicht, schwer, süß, herb. Entspannt. Also würzig, es hat schon mal null. Ja, das stimmt. Das können wir gleich mal abhaken, das stimmt. Das ist halt Chinesen. Wenn du die Augen zumachen würdest und dir trinken würdest, dann wäre es eigentlich Brause, oder? Dann würdest du nicht sagen, dass das Bier ist. Also würde ich nicht sagen, Ludwig. Ich würde schon mitkriegen, dass das Bier ist, aber das ist so leicht. Das ist total leicht. Ja. Absolut. Uff, wenn es so komisch klingt, aber das ist total was für Frauen. Ja, also Frauen, die nicht so herb und würzig mögen, oder generell, oder Männer, die nicht so herb und würzig mögen, die sind hier voll dabei. Schmeiß die Alkopops weg. Ja? Ja, kannst du auch sagen, das ist total süffig, wa? Ja, klar. Das auf jeden Fall. Also ein bisschen Geschmack möchte man ja doch haben. Also so ein bisschen Würze muss ja schon sein. Wie gesagt, wenn man mir die Augen zubinden würde... Würde ich gar nicht schmecken, dass das Bier 4 oder 3 Punkte. Also es schmeckt jetzt nicht schlecht. Aber das ist auch kein. Das ist nicht das, was ich mir vorstelle von Bier. Und was würdest du sagen? Ja, 3 oder 4.
Ach, drei. Okay, dann drei. Das fällt ziemlich schnell ab, finde ich. Also im Gegensatz zum Estrella. Wo fällt denn das hin? Hm? Wo das hinfällt? Also nach unten eher ins so, nach unten fällt das. Ins, Schale. Jetzt haben wir es jetzt Bier getestet. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge gibt es ein Fazit. Jetzt musst du das erstmal vernünftig einordnen hier in unserer Ranking-Folge hier. Na, das kommt dann demnächst. Ach so. Das kommt dann im Fazit. Dann werden wir jetzt ordentlich einordnen und dann kommt unsere Empfehlung oder auch nicht. Und bis dahin, haut rein, macht's gut. Ja. Und Prost. Prosit. Wir sehen uns. Liken, kommentieren, Glocke aktivieren. Bis demnächst.